Hey Leute und willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Mir wurde gesagt, nachdem man den ersten Orden erhält, was wir ja in der letzten Folge getan haben, dann kann man sie tatsächlich, also man kann Orden tatsächlich so wie damals wieder sauber machen, aber nur im Touchscreen-Modus. Und deshalb werde ich das mal ausprobieren. So, dann wollen wir doch mal nachschauen, ob das wirklich funktioniert. Der Moment der Wahrheit. Da ist der Trainerpass. Und hier sind die Orden. Jetzt enttäusch mich nicht. Oh mein Gott! Okay, das war richtig geil, dass das wirklich funktioniert. Aber gut, machen wir nun weiter mit unserem Abenteuer. Nachdem wir nun einen Orden haben, naja, jetzt können wir Zertrümmerer einsetzen. Und das könnte sehr nützlich sein und sehr hilfreich sein. Und deshalb, ja, gehen wir wieder zurück in die Höhle links. Dann sollten wir oben weiterkommen, oder? Falls es überhaupt weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß es, aber ich habe keine Ahnung. Können wir mal ganz kurz hier reinschauen, weil hier war ich noch nicht drin. Hallo, hallo, wie geht es dir? Ich beschäftige mich mit der Forschung von Pokémon-Fossilen. Ja, ich und jetzt. Hier und jetzt. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Oh ja, ich spüre es. Schon bald kann ich Fossilien in Pokémon zurückverwandeln. Das kann ich, ganz sicher. Aber jetzt noch nicht, jetzt habe ich keinen Bock. Jo, also hier sind ganz viele Fossile und es ist ein halbes Museum hier. Ist ganz cool. Gucken wir uns aber irgendwann später mal an, denke ich. Das ist auch ziemlich lustig, die Dinger. Mit denen kann man jetzt noch nichts anfangen, aber später werden sie sehr nützlich sein. Oder was heißt sehr nützlich? Sehr gimmicky, ja, egal. Ich spoiler noch nichts. Hä? Rums! Mein Gott, schon das dritte Rums heute. Uch, Maike, du hast ja den Orden also geknappt, wie? Der nächste Ort mit einer Arena dürfte dann wohl ewig genau sein. Habe ich recht? Genau. Ich war zwar schon auf Route 207, aber ohne Fahrrad kommt man da leider nicht weiter. Immerhin konnte ich meine Pokémon ordentlich trainieren, denn Gelegenheit zum Kämpfen gab es reichlich. Der Abstecher hat sich also gelohnt. Jetzt gehe ich zurück nach Jubelstadt. Der Orden von Ewigenau steht als nächstes auf meiner Liste. Noch 10 Sekunden, bis ich abdüse. 9, 8, Pah, da ist schon Zeit für einen Countdown. Ja, das denken die sich auch, wenn man eine Rakete startet. Kein Bock zu zählen, los. Ja, was er meinte, ist halt hier diese Route. Route 1207. Das Gefälle ist rutschig. Du brauchst ein Fahrrad, um es zu bezwingen. Du hast kein Fahrrad? In Ewigenau gibt es ein Fahrradgeschäft. Ne, wie man sehen kann, wir rutschen da nur ab. Aber Gott, sieht aus, als würden wir da reinglitschen. Ne, da kann man nicht hoch. Da würde es zwar weitergehen, aber wir müssen erstmal nach Ewigenau. Und wir müssen so oder so nach Ewigenau, denn da gibt es coole Sachen zu entdecken. Nicht nur ein Fahrradladen, sondern auch vieles, vieles mehr, was richtig cool ist. Und deshalb, mit unserem Starter Chillast, rennen wir da nun schnell hin. Jetzt, wo wir Zertrümmer einsetzen können. Aber wir können es nicht einsetzen, glaube ich. Weil ein wildes Bediezer setzt Zertrümmer ein, um dir zu helfen. Was? Was? Moment, wie bitte? Was? Ich komme gerade nicht drauf klar. Was? Ich dachte, die sagen jetzt, ich dachte, da steht jetzt, du brauchst zum Beispiel ein wildes Bilizer oder fang ein wildes Bilizer, um diese Attacke einzusetzen. Ich dachte halt, ich muss jetzt irgendwo ein Bilizer finden und schnell fangen. Ein wildes Bilizer hilft mir einfach und haut dann wieder ab. Ach so, okay, ja. Danke, Game Freak. Nicht Game Freak, das war ja nicht von Game Freak das Spiel. Ich komme da nicht drauf klar. Ey. Sorry, ich musste erstmal drauf klarkommen. Auch geil. Weißt du, damals, ein deiner Pokémon musste es erlernen. Ja, aber jetzt, ja, du wählst es aus und ein wildes Pokémon hilft dir dabei. Das ist so dumm. Wer hat sich das ausgedacht? Wo geht's denn hier runter? Hä? Ha? Ich kann mich in diesem Ort gar nicht mehr erinnern. Sieht aus wie ein Rätsel.
Hä? Wieso zeige ich da meinen Pokéball? Ich meine, ja, es würde Sinn machen, wenn ich da wirklich einen Benizer bei mir hätte, aber ich habe doch keins. Oder vielleicht sind VM-Sklaven jetzt in der Tasche? TM70 Blitz. War das nicht mal eine VM? Na, wurde wohl degradiert, nachdem niemand es mochte. Ja, zum Glück ist Sinnoh eine sehr helle Stadt, wie ihr schon bei den Shadern hier überall sehen könnt. Anders als Johto. Johto schon ein bisschen dunkler. Obwohl es eigentlich von den Themen her genau andersrum sein kann. Ach, naja, egal. Kann ich einfach nur damit reden? Ja, okay, ich kann doch einfach nur damit reden. Das ist auch hilfreich. Manchmal können bei den Felsen übrigens auch Pokémon erscheinen. Aber hier jetzt gerade irgendwie nicht. Siehst du diese kleinen Erhebungen auf dem Boden? Über die musst du mal volle Pulle mit dem Rad fahren. Ein irres Gefühl. Ach, okay, da kommen wir. Hier kommen wir gar nicht weiter. Wir brauchen erstmal ein Fahrrad. Okay. Dann lasse ich diesen Ort erstmal stehen. Merk mir den für später. Hier gibt es wahrscheinlich dann noch mehr Items. Apropos Items. Wenn ich das nächste Mal in einem Shop bin, dann müsste ich das eigentlich mal ein paar Items verkaufen. Ja, im Laden kann man auch Items verkaufen und nicht nur kaufen. Wow, wie viel Glück habe ich jetzt eigentlich, dass kein wildes Pokémon kommt. Krass. Ich meine, das macht alles schneller. Wozu auch nervige Pokémon, wenn du das alles ausskippen kannst? Na, na, la, la, la. Die heilen muss ich nicht, ne? Nö. Na komm, dann let's go. Jetzt geht's nämlich oben weiter, weil oben waren ja vorher Felsen und alles, aber jetzt können wir die wegmachen. Oh, Maike, du kommst hier gerufen. Diese zwielichtigen Gestalten hier geben einen ziemlichen Unsinn von sich, das ist unerträglich. Sei so gut und bring ihnen mal ein paar Manieren bei. Mensch, Herr Pokémon-Professor, warum machen Sie es uns denn nur so schwer? Wir sind aus rein geschäftlichen Gründen hier. Hören Sie, es ist ganz einfach. Sie geben uns ihre Forschungsergebnisse und im Gegenzug sorgen wir dafür, dass ihrem Assistenten nichts geschieht. Maike, komm, wir beide knöpfen uns diese Typen jetzt mal vor. Okay. Oh, das muss ich laut machen. Ich liebe dieses Vieh. Oh Gott, ich mag dieses Instrument nicht. Oh Mann. Und er hat das Plinfer tatsächlich bekommen. Cool, Bro. Die haben ja wirklich Noob-Pokémon. Zubat und Wumpel. Sie tun und können sie nicht. Und wir sehen das erstmal in Double Battle. Ja, man kann auch zu zweit kämpfen. Man kann auch alleine zusammen kämpfen. Also zu zweit kämpfen, meine ich. Einen Doppelkampf kann man auch alleine machen. Dann schickst du halt einfach zwei Pokémon von dir raus. Damit das halt schön fair bleibt. Ja, diese kleinen Rüpel sind tatsächlich ziemlich fair. Warum ist da unten so ein komisches Zeichen? Was soll das denn bedeuten? Wie kann es sein, dass wir gegen Kinder verlieren? Das ist doch Unsinn. So wird das nichts. Zeit zum Rückzug. Diese Mission ist fehlgeschlagen. Mayday! Er lässt uns keine andere Wahl. Wir werden nun uns fürs Erste zurückziehen. So stellt Team Galactic mal wieder unter Beweis, dass ihnen das Wohl aller am Herzen liegt. Was? Diese Rüpel, Team Galactic schimpfen sie sich also. Was sie gesagt haben, bereitet mir Kopfzerbrechen. Pokémon scheinen bei ihrer Entwicklung eine Art Energie freizusetzen. Soweit so wahr. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um eine geheimnisvolle Kraft, die weit außerhalb unserer Kontrolle liegt. Team Galactic scheint diese Energie jedoch zu irgendeinem Zweck nutzen zu wollen. Wie dem auch sei. Maike, das war ein beeindruckender Kampf. Du hast wahres Talent bewiesen. Wie du Seite an Seite mit deinem Pokémon gekämpft hast, ein sagenhafter Anblick. Es war die definitiv richtige Entscheidung von mir, dir den Pokédex anzuvertrauen. Maike, wusstest du, dass der Professor auch die Entwicklung der Pokémon erforscht? Seinen Studien zufolge stehen rund 90% aller Pokémon im Zusammenhang mit dem Phänomen der Entwicklung. Ich frage mich, ob außergewöhnliche Pokémon auch zu besonderen Entwicklungen neigen.
Jedenfalls ist das nur umso mehr Grund für uns, fleißig am Porylex zu arbeiten und so den Professor bei seiner Forschung zu unterstützen. Naja, er hat mir ja sein Pokémon geschenkt, ne? Hä? Was war das denn gerade? Du bist ja krass drauf! Diese Typen sahen echt gefährlich aus, aber gegen dich hatten sie nicht die geringste Chance. Mir ist echt ein Stein von Herzen gefallen. Sorry, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Lana und kümmere mich in Herzhofen um die Verwaltung der PCs. Als Dank dafür, dass du diese Trottel besiegt hast, werde ich dafür sorgen, dass du von so gut wie überall auf deine Pokémon-Boxen zugreifen kannst. Außerdem würde ich dir gerne diese Ballkapseln schenken. Okay, dieser Charakter ist wirklich neu. Ballkapseln? Du kannst nun die Funktion Kapseldeko verwenden? What? Mittels Kapseldeko kannst du Ballkapseln dekorieren, indem du sie mit Stickern beklebst. Bringst du die dekorierten Ballkapseln dann an den Pokébällen deiner Lieblings-Pokémon an, sind beim Wurf des Balls tolle Effekte zu sehen. Außerdem erhöhen sich deine Siegeschancen bei der Superwettbewerbsshow in Herzhofen, wenn du Sticker verwendest. An deiner Stelle würde ich dann mal fleißig Sticker sammeln. In diesem Sinne, tschüssi! Danke. Sticker? Kapseldeko, das ist ein neues Feld. Sieht voll cool aus. Ha? Okay. Was möchtest du tun? Pokémon auswählen? Chellas zum Beispiel? Gib ihm mal Sticker. Ich weiß, dass das damals auch gab, aber heutzutage, aber jetzt hier im, ne? Im Remake ist es komplett anders. Okay, was kann ich denn machen? Herzen? Was auch immer das? Ganz vieles Verschiedenes, Komisches. Machen wir mal Herzen. Ich habe 3 Herzsticker. Machen wir das mal so. Ansehen. Ach, dann Spaß. Ah! Ah! Da kann man das sehen. Oh, das ist cool. Ja, dann würde ich mal sagen, was mit Pflanze, oder? Das würde doch sehr gut passen zu ihm. Ich habe ja nichts mit Pflanzen. Ich weiß ja nicht, was. Diese gelbe Bändchen. Okay, das könnte nett sein. Machen wir mal so 2 hier so hin und her. Lass mal zeigen. Lass mal sehen. Lass mal zeigen. Das sieht cool aus tatsächlich. Das sieht ziemlich cool aus. Was ist, wenn ich das hinten anbringe? Also hier auf der Rückseite? Oder warte, bin ich jetzt gerade auf der Rückseite? Okay, keine Ahnung. Vielleicht ist die Rückseite einfach nur, wie es dann zurückgeschickt wird. Das kann auch sein. Okay, ich habe jetzt nicht wirklich viel Ahnung mit, wie das hier funktioniert. Ich versuche einfach mal ein bisschen was. Es gibt bestimmt Leute, die viel kreativer hiermit sind als ich. Sticker entfernen. Sticker entfernen. So könnte es besser aussehen. Ja, komm, können wir mal so lassen, warum nicht? Ist ein bisschen komisch, aber naja. Wieso wird er jetzt nur das. Okay, ich habe irgendwas falsch gemacht. Egal, ihr müsst mir mal in den Kommentaren helfen. Ich verstehe das noch nicht so ganz hundertprozentig. Egal, auf jeden Fall sehr interessantes Feature. Warte, das brauche ich nochmal. Denn dort oben können wir jetzt gut unsere Farms gebrauchen. Nein, starre Lili. Dich tue ich nicht in mein Team. Sorry, Bro. Aber ich habe andere Pläne. So, hier kommen wir vorher nicht weiter. Aber jetzt können wir ja weiter. Einfach mit einem fremden Bidizer, was uns mal hilft. Gengiv, juhu! Hier rechts geht's übrigens nicht weiter. Hier rechts ist nur ein Item, meine ich. Oh, das war. Nee, es war genau andersrum. Nee, rechts geht's weiter, weil links ist ein Item. Oh Gott, jetzt habe ich das voll falsch rum gemacht. Diese Höhle erinnert mich ein bisschen irgendwie an Zelda. Vor allem so an das auf der Switch, dieses Link's Awakening HD da. Erinnert mich so ein bisschen daran. Vor allem diese Stelle hier.
TM39, Felsgrab. Eine ganz gute Attacke für den Anfang. Wenn man zum Beispiel einen Kleinschatten oder einen Machol im Team hat, sollte man das auf jeden Fall lernen, denke ich. Das ist keine schlechte Idee. Trainierst du auch brav Pokémon verschiedener Typen? Wenn du dich auf Pokémon eines Typs versteifst, werden die Gegner, die diesem Typ gegenüber im Vorteil sind, das Leben schwer machen. Aha. Lass uns kämpfen und währenddessen den Duft der Blumen genießen. Kleine Blumenlady hier. Ja, Aromalady Sarah. Mit dem Z. Hab ich noch nie gesehen. Zara. Aus der Sahara. Und Cellast. Aus, naja, aus dem Pokéball. Macht uns nur noch auf dem Weg zu. Erzling. Nee, oder? Erzling? Auf jeden Fall zur nächsten Stadt. Wo wir dann den zweiten Orden bekommen. Und ein Fahrrad, womit wir dann weiter können. Richtig. Oh nein, ich bin vergiftet, sehe ich erst jetzt. Hoffentlich nur eine normale Vergiftung. Aber wahrscheinlich ist es eine normale. Vergiftung ist aber echt böse. Es war nämlich früher so, dass wenn man auf der Overworld sich bewegt hat, alle paar Schritte kriegst du Schaden wegen der Vergiftung. Das hat Vergiftung schlimmer gemacht als Verbrennung. Ich weiß nicht, wie es hier jetzt ist. Oh, Kikugi! Kikugi ist so ein tolles Pokémon! Guckt es euch an! Das ist einfach eine Kirsche! Das ist so toll! Wie kann man Kikugi nicht mögen? Kikugi ist doch süß. Ich meine, okay, es ist vielleicht vom Aussterben bedroht, weil es sieht lecker aus, aber... Das mal... Wenn man da mal von hinweg sieht, ist es trotzdem ein tolles Pokémon. Was sich auch zu einem tollen Pokémon entwickelt. Ja. Ich habe zwar verloren, aber es riecht hier so gut, dass ich gar nicht allzu betrübt sein kann. Okay. Ein bisschen zu viel... Parfüm. Ob meine Pokémon wohl eine Chance hätten, von Jubelstadt TV entdeckt zu werden? Nein. Also, Kikugi vielleicht, aber ansonsten nein. Aufwecker halten. Oh. Sag mal, was hältst du eigentlich von Käfer-Pokémon? Ja, Käfer-Pokémon sind, größtenteils ziemlich schwach. Käfer-Pokémon haben jetzt nicht so den besten Ruf. Aber es gibt auch Käfer-Pokémon, die gut sind. Nicht alle Käfer-Pokémon sind schlecht. Nur weil der Käfer-Typ ein bisschen... nicht so der allerbeste ist. Es gibt bessere Typen. Auf jeden Fall. Wir haben ja noch längst nicht alle Typen gesehen. Vor allem gibt es auch einen neuen Typen. Also, seit. Den gab es halt erst seit Gen 6. Und das ist ja ein Gen 4 Remake. Und da gibt es halt diesen neuen Typen auch. Was ich sehr gut finde. Den werden wir bestimmt auch noch sehen. Bestimmt. Ich habe leider keinen Gegengift. Oder habe ich einen Gegengift? Muss man nach dem Kampf nachschauen, weil der Kampf ist sowieso easy. Ich greife auch mal ein bisschen Tackle an und es ist down. Ihr könnt hier alle nichts. Nichts. Oh, Giftstachel. Giftstachel könnte böse enden, aber okay. Alles ist noch gut. Wenn ich den jetzt nicht umbringe, ne? Habe ich verloren. Würde ich mal kurz sagen. Okay, gut, ich treffe. Das wär's jetzt, wenn er gesagt hätte, nee, du triffst gerade nicht. Dann wäre es kritisch gewesen. Da muss ich mir wohl mehr Mühe geben, um dir die Vorzüge von Käfer-Pokémon zu vermitteln. Ich und Cellast, wir brauchen keine Käfer-Pokémon. Nein. Käfer-Pokémon wachsen schnell heran und können Gegner vergiften oder paralysieren. Außerdem sind sie so süß und cool. Glaub mir, sie sind wirklich toll. Boah, wenn man sie süß findet, okay. Komm, benutzen wir mal einen Trank. Vielleicht auch noch einen. Und vielleicht noch ein... Ja, komm, gegengefroren wir jetzt nicht. Ich habe jetzt zwei Tränke benutzt. Hier ist ein Doppelkampf. Da hast du einen Pokémon dabei? Wie langweilig. Oh, verdammt, ich kann nicht kämpfen. Möchtest du nicht gegen Liz und mich kämpfen? Ich kann halt nicht. Was ist das denn hier? Okay, ein Baum, den man mit einer neuen VM-Attacke zerschneiden kann. Aha. Oh, Kugelsaat. Eigentlich schon eine gute Attacke. Wie Kratzfurie, aber für Pflanze. Ja, können wir jetzt leider nicht kämpfen. Müssen wir warten, bis wir mal
ein neues Pokémon haben, aber ich... Ich werde doch niemals ein neues Teammitglied bekommen. Cheddar ist mein Ein und Alles. Ich werde nichts Neues brauchen. Wir sind jetzt hier angekommen in Flori, die Blumenstadt. Und das soll die schönste Stadt im ganzen Spiel sein. Gucken wir uns das gleich mal genauer an. Erstmal gucken wir uns noch kurz... Pokémon sind da durch. Man muss wirklich viel reden hier in diesem Spiel, weil es ist ein RPG. Viele Texte. In Begleitung für Pokémon können selbst Kinder wie du sicher umherreisen. Ja. Bis nach Ewige genau ist es noch ein ganzes Stück. Du solltest dich auf so eine lange Reise gut vorbereiten. Ja, kann sein. Vor ein paar Tagen habe ich gekämpft und die KP meines Pokémon wurden immer weniger. Ich dachte schon, das wäre es für uns gewesen, aber ganz plötzlich hat mein Pokémon die Beere gegessen, die es getragen hat. Puh. War so gut. Aber jetzt können wir nach unten. Weil wir einen Ort haben. War schon ganz gut. Einige Pokémon erscheinen nur, wenn sie vom süßen Duft des Honigs angezogen werden. Aha. Pokémon scheinen einen fein ausgeprägten Geruchssinn zu haben. Sie nehmen den Duft von Honig auch aus weiter Ferne wahr. Krass. Die müssen ja richtig Honig lieben. Willkommen in Flori, dem Ort der Blumen. Blumen und nochmals Blumen. Sei auch du wie eine Blume und arbeite an dir, damit du in voller Pracht erblühen kannst. Oh Gott. Flori, wo die Blumen blühen und duften. Ja. Ich wollte in den Auen von Flori ein paar Blumen pflücken, aber dann kamen plötzlich diese Typen von Team Galactic in ihren schicken Uniformen. Sie sind übrigens aus den Auen hinter diesem Blumendorf dort gegangen. Dort hinten? Okay. Sind die Grazidärs ein Begriff? Mit einem Strauß dieser Blumen zeigt man in dieser Region seit jeher seine Dankbarkeit. Grazidär? Ich habe leider keine. Oh. Sieht ganz so aus, als hättest du in Kanto ein Let's-Go-Abenteuer bestritten, wie... Warte, was? Was hältst du davon, diesem Pokémon ein wenig die Sinnoh-Region zu zeigen? Was? Du erhältst ein Mew ein... Was? Einfach so? Was? Sicher tue ich es ins Team? Mew. Komm, miau. Miau. Okay, bist du OP? Es wird dir sicherlich ein ganz vortrefflicher Begleiter sein. Okay, also wenn man ein Let's Go Spiel gekauft hat und man hier Speicherdaten hat, dann kriegt man ein Mew. Für die Leute, die wirklich in Betracht ziehen, Mew ins Team zu tun. Mew ist nur, kann nur TM-Attacken erlernen. Es kann nichts. Es kann jetzt hier gerade Klaps und Typenspiegel. Es könnte auch Wandler erlernen, aber... Mew ist wirklich dafür da, dass man es mit TMs voll pusht. Also, ne, falls ihr darauf Interesse habt. Und du? Hey, du da. Oh, sag bloß, du hast mal einen Wunschstern gesehen. Du Glückliche. Dieses Pokémon hier würde sich perfekt an deiner Seite machen. Na, möchtest du es in deine Obhut nehmen? Du... Was? Sind da oben noch zwei weitere mit einem Deoxys und einem Darkrai oder so? Es kriegt ja noch ein Jirashi geschenkt! Kriegt man das nur, wenn man Schwert- und Schild-Speicherdaten hat? Jirashi ist tatsächlich ein ziemlich cooles Pokémon. Es ist Stahl-Psycho, wenn ich mich nicht irre. Ich nenne es mal Starfighter. Das ist das erste, was mir in den Sinn kommt. Starfighter. Ja, aber schon mit ER. Ich wünsche dir und deinem neuen Pokémon ein ganz vortreffliches Abenteuer. Ja, also Jirashi kann man auf jeden Fall ins Team tun. Mew muss man sich halt überlegen, weil es nur mit TMs gut ist. Aber Jirashi? Was? Diese alten Soundeffekte sind geil. Stahlpsycho. Also falls ihr ein Stahlpsycho-Pokémon haben wollt. Konfusion, Wunschtraum, so ganz gute Level 5 Attacken. Aber warum... Hä? Warum ist der Jirashi Level 5, aber Mew Level 1? Logik! Aber hey, das bedeutet, wir können nun gegen die beiden dort kämpfen. Ich tue aber mal Starfighter nach oben. Also Mew würde ich jetzt nicht unbedingt ins Team tun wollen, aber Jirashi? Wäre lustig. Aber ich tue es jetzt erstmal nur
ins Team, weißt du, damit ich halt irgendwas im Team habe, ne? Aber es wird nicht für immer da bleiben. Diesen Trainer haben wir ihm nur erledigt, oder Lena? Wir sind die Stärksten unserer Klasse. Verdammt, ich wollte ja noch die Stadt mir anschauen. Das habe ich jetzt voll vergessen. Egal. Egal, wir tun ein bisschen die Rashi ins Team für ein, zwei Folgen und dann hören wir auch wieder auf, weil es ist ein bisschen zu OP, finde ich. So, erst Rasierblatt auf beide macht das Damage, ja. Und du kannst ja Kombination machen oder so. Ich weiß wirklich nicht, was ich von Jirachi und Mio jetzt einfach halten soll. Jetzt fehlt noch Celebi, aber ich glaube, Celebi kriegt man sowieso wegen einem anderen Event noch. Oder? Ich weiß es nicht, wie es mit Celebi aussieht. Ob man das vielleicht auch noch bekommt. Aber hey, ich nehme jetzt Mio und Jirachi einfach mit. Auch wenn ich es ein bisschen Bullshit finde, weil ich habe den Pokéball Plus gekauft und da ist immer noch mein Mio drin. Ich habe es bisher noch nicht rausgetan. Ich weiß noch nicht, ob ich es raustun soll. Jetzt habe ich ja sowieso eins bekommen. Wisst ihr? Keine Ahnung, ey. Mann. Das ist gerade so random irgendwie gewesen. Naja, okay. Vor allem sind die weg, die Trainer. Oh, ein Volltreffer gegen eins der beiden. Okay, du bist schon mal down. Ach, Mio kriegt ja auch Level. Oh, das habe ich auf jeden Fall vergessen. Ach man, ich wollte Level 1 Mio einfach haben, um zu flexen, aber gut. Okay. Sternschauer. Das ist ganz gut. Ihr seht, Mio lernt gar nichts. Selbst auf 7 Level-Ups lernt nichts. Aber Sternschauer, ich meine, es ist das Stern-Pokémon. Mio ist einfach nur ein sehr seltenes Pokémon. Und ja, Jirachi kann tatsächlich etwas. Es kann Wünsche erfüllen. Nur halt mit ein paar, naja, Konsequenzen. Weil die Wünsche kommen ja auch von irgendwoher. Der erstellt ja nicht einfach so aus dem Nichts irgendwas. Der klaut. Das ist ein kleiner Dieb. Hä? Wieso hat jetzt Mio mehr XP bekommen als, also nicht mehr XP, aber mehr Level-Ups als Jirachi? Obwohl es die meisten... I don't get it. Keine Ahnung, egal. Ja, ja, ich tue euch mal aus dem Team raus. Ne, ist ein bisschen zu OP. Ach, du liebes Lieschen. Das geht doch nicht. Doch. Und wie das geht. So. Ich tue euch mal in die Boxen. Ja. Ich tue euch mal Boxen. Pow, pow. Kann man jetzt eigentlich wirklich nicht mehr hier im Pokémon Center rennen? Ich meine, gut, das konnte man damals, glaube ich, auch nicht, aber ich fand es immer so dumm, dass man in den Gebäuden nicht rennen konnte. Aber doch, kann man hier. Okay, ich weiß nicht, wie es im Original war. Kann sein, dass es jetzt hier geändert wurde, dass man hier rennen kann. Das ist gut. Nee. Wo man bewegen? Nee. Achso, hier, mit R. PC-Boxen. Ich tu euch mal weg. Ja. Das ist doch gut. Alles klar. Dann schauen wir uns auch mal ein bisschen die Stadt an. Das ist die Stadt. Die sieht schon sehr hübsch aus, muss man zugeben. Ist schon ganz nett. Zu den Auen von Flori. Es gibt Honig in Hülle und Fülle. Und natürlich auch Blumen, ja. Blumen natürlich auch. Auch. Wow, 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 wow. Flori war einst ein öder, kahler Hügel. Der Anblick machte die Menschen traurig, also pflanzten sie Blumen an. Aber nichts wollte hier wachsen und niemand wusste wieso. Doch dann sprach eines Tages jemand der Natur seinen Dank für ihre Gaben aus und kurz darauf erstrahlte der Hügel einer bunten Blütenpracht. Ist das nicht seltsam und wunderschön zugleich? Wer hat denn da denn geholfen? Findest du es auch so niedlich, wenn Pokémon Beeren pflücken? Ja. Juhu, du verstehst mich! Ja, die TM! TM 88. Was ist das? Pflücker? Wahrscheinlich ist es... Ja, es ist Pflücker. Naja, Pflücker macht das, ja, sagt ihr ja sogar, glaube ich, ne? Wie? Nicht du, sie. Setzt ein Pokémon Pflücker ein, pflückt es eine Beere, die vom Gegner getragen wird und dann ist sie. Ja, ist halt gimmicky, finde ich. Naja,
Na, ja, ja. Der süße Duft des Honigs hat mich hergelockt. Da muss ich mich fast schon fragen, bin ich ein Pokémon oder was? Nur ein Pokémon essen Honig. Ich liebe es, hier zu sein. Die Atmosphäre ist einfach wunderbar. Du bist bestimmt auch hier, um ein bisschen gute Laune zu tanken, oder? Ja, schätze schon. Blumenladen, blühende Pracht. Kommt herein, heimst Beeren ein. Ich könnte ewig über Beeren reden, so komplex sie sind. Doch auch bei ihnen gilt die goldene Regel. Wenn man ihnen mit viel Liebe begegnet, wachsen sie besonders prächtig heran. Hm. Sicherlich. Aus einer einzigen Beere wächst eine Pflanze, die mehrere Beeren trägt. Wenn du an verschiedenen Orten Beeren pflanzt, wird die Welt bald schon um etliche weitere Beeren reicher. Wenn du magst, kannst du mir dabei helfen, auf der Welt die Beeren zu vermehren. Oh, danke für die Frage, ja, Beere. Schau wieder morgen vorbei, ich gebe dir jeden Tag eine Beere. Okay, nee, kein Bock. Hey Trainer, wenn du Beeren anpflanzt, solltest du sie mit dieser Kanne gießen. Oh, eine Enton-Kanne. Cool. Sieht die auch aus wie ein Enton? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Ja, tut sie. Toll. Hallo, wir tauschen deine Beeren gegen Sticker ein. Oh, yeah. Na dann. Sorry, aber ich werde gerne Sticker. Was habt ihr denn so für Sticker? Oh, Blattsticker wären ganz gut jetzt. Ich möchte eigentlich Sticker haben, die zu meinem Pokémon passen. Aber dazu brauche ich erstmal die... Ah, aber ich habe doch gar nicht die Beeren dafür. Oh, deshalb soll ich pflanzen, damit ich die vermehren kann. Und dann kann ich die am Ende wieder traden. Fair Trade Beeren. Ah, cool. Okay. Ha? Was bewachen die denn da? Das schauen wir uns mal in der nächsten Folge an, würde ich sagen.